auf meine Seele und sing dem König der Könige zu. Den Song haben wir zuallererst mal bei der Männerkonferenz 2019 gespielt. Da war es so, dass ich vor der Set irgendwie das Empfinden hatte, einfach mal Psalm 57 vorzulesen, wo David selber schreibt, wach auf meine Seele, ich will dich preisen. Und dann haben wir den spontan gesungen, wir hatten noch gar keine richtige Melodie dazu im Kopf. Und dann ist quasi das entstanden, was wir jetzt im Vers und im Chorus hören. Und dann hat es uns irgendwie inspiriert, da wirklich weiterzumachen, haben den immer wieder auch gespielt bei uns in den Schülerandachten, bei den Mitarbeitern im Gebet. Und dann haben wir uns im Februar getroffen, dann kam Manu auf mich zu und gesagt, ey, lass den doch mal fertig schreiben. Und dann haben wir uns im Studio getroffen und haben den dann ja, innerhalb von 2-3 Tagen, glaube ich, komplett fertig geschrieben. Ja, also unsere Vision, weshalb wir uns dann getroffen haben zum Weiterschreiben an dem Song, war in unseren Lobpreissets und auch in unserem Leben ist es so oft, wir wollen zum Herzen Gottes hin und auch in den Lobpreissets ist es so oft, wir wollen alle Leute mitnehmen, wenn wir auf dem Weg, auf der Reise sind, quasi in die Gegenwart Gottes und wir durchlaufen, wenn wir in die Stiftshütte gucken, mehrere Stationen dabei und wir wollten mit diesem Song viele Stationen auf einmal abdecken, sodass wir quasi so eine Art Spagat machen können, sodass wir direkt in das Heiligtum, ins Allerheiligste gehen können, um da Gottes pure Gegenwart zu erleben und ja, wirklich sein ungeteiltes Herz zu spüren. Und ja, dieses Aufwachen, was uns einfach auch so ein bisschen daran erinnert hat, wenn wir in ein Lobpreisset starten, dass unsere Seele aufwacht, dass unsere Seele ihm zusingt und von da aus, dass wir singen, es geht nur um ihn und unser Fokus soll auf ihn gerichtet sein. Wir glauben, dass dieser Song richtig, richtig gut in die jetzige Zeit reinpasst, weil ich glaube, wir leben in so einer Zeit, wo es so oft immer nur um uns geht, um das, wie wir uns fühlen. Ich meine, wer kennt es nicht? Man wacht morgens auf, der Kalender ist komplett voll, man hat Termin um Termin, der Schreibtisch ist voll, man kommt nach Hause, man muss noch den Haushalt machen. Wo bleibt da die Zeit für Gott? Aber ich glaube, gerade in dieser Zeit und vielleicht auch in dieser Kultur, in diesem Land, ist es so wichtig, dass wir anfangen, uns nicht irgendwo nur von Gefühlen leiten zu lassen, sondern wirklich bewusst entscheiden, Gott die Ehre zu geben und Gott so einen Stellenwert und einen Platz zu geben, den er gebührt. Und ich finde es so cool, selbst in der Bibel lesen wir in Psalm 57, 9 bis 10, wach auf, meine Seele, wachet auf, Harfe und Zither, ich will aufwecken die Morgenröte, ich will dich preisen unter den Völkern, Herr will dich besingen unter den Völkerschaften. An David, der in der Bibel als Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird, dass er selbst immer wieder sich fokussieren musste und neu zusprechen musste, wach auf meine Seele, ich will dich preisen. So, er hat sich selber zugesagt, ich will Gott preisen. Und ich glaube, wenn es so ein Mann wie David immer wieder machen musste, dann wie viel mehr sollten wir uns immer wieder neu fokussieren. Und ich glaube echt, unser Herzenswunsch ist, dass mit diesem Lied echt so eine neue Entscheidung einfach passiert und dass Menschen wirklich motiviert werden und ermutigt werden, eine ganz neue Entscheidung für Jesus zu treffen oder einfach zu treffen, Gott die Ehre zu geben, ihn zu preisen, ganz unabhängig davon, wie wir uns fühlen, wie der Tag war, was für Begegnungen wir hatten, aber Gott ist es immer, immer wert, angebetet zu werden, weil ja, er Gott ist. Und das wünschen wir uns wirklich, dass mit diesem Lied einfach multipliziert wird.